dem Ernst zurückkommen, weil wir haben auch natürlich einen Trainer sitzen, der nach dem 3-2 hier, auch nach dem Spielverlauf, wahrscheinlich nicht ganz so gut zufrieden ist wie wir. Das ist ja wohl logisch. Kai Riebau, wie hast du das Spiel gesehen und woran hat es dann letztendlich gelegen, dass die 3 Punkte aus eurer Sicht leider hier bleiben? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich finde, wenn man die 90 Minuten, 95 Minuten sieht, dann hat Lohnes verdient, hier heute die 3 Punkte zu erreichen. Trotzdessen, ja, haben wir, glaube ich, 2 unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Wir sind nicht gegen den Mann gekommen. Wir sind bei eigenem Ballbesitz, haben wir viel zu fahrig gespielt. Haben Lohne dann in dem Moment natürlich immer wieder eingeladen, dann die leichten Fehler irgendwie nach vorne auszuspielen und gute Konter zu spielen. Ja, trotzdem sind wir eine Mannschaft, das haben wir im letzten Spiel gegen St. Pauli gezeigt, die um ihre Stärken wissen, die einfach eine gute Mentalität hat. Wir haben uns in der Halbzeit zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen ein paar andere Räume bespielen, wir müssen ein paar andere Räume besetzen. Ja, da schießt man schnell das 2-1, ist, finde ich, gut im Spiel, macht das 2-2. Ja, und dann ist es ein Erfahrungsprozess, den Mona ja auch schon gemacht hat. Aber da muss man hier am Ende mit einem 2-2 nach Hause gehen und sagen, okay, Mund abputzen, aber den Punkt nimmt man mit. Ja, und wir haben uns ein Stück weit darauf eingelassen, dass irgendwie auch vom Gefühl Lohne wollte dann ja nicht nur auch verwalten, sondern hat auch immer wieder dann über außen beziehungsweise auch noch 1-2 schnelle Spieler reingebracht, die da immer wieder Tempo gemacht haben. Ja, und dann, glaube ich, ist es ein weiterer Erfahrungswert, den wir sammeln. Wir haben echt noch viele junge Leute, auch gerade heute in der Viererkette. Und das nehmen wir mit. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen weiterhin. Und ja, Lohne, Herrn in der Team, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, Effe, nach 0-2 wieder zum 2-2 ausgeglichen. Am Ende reicht es doch nicht. Woran hat es heute gelegen? An der Einstellung in der ersten Halbzeit. Wir hatten eine Idee, die wir versucht haben umzusetzen, es aber auch wirklich nur versucht haben. Es hat nichts funktioniert. Wir waren ziemlich planlos, nachdem wir die ersten 2-3 Pässe gespielt haben. Wir wussten teilweise gar nicht, wie wir uns zu orientieren haben. Wir haben gegen den Mann allesamt echt schlecht verteidigt, hatten nie richtig Zugriff und so liegst du dann zur Halbzeit 2-0 hinten und dann musst du da hinterherlaufen. Wir hatten klar, in der zweiten hatte dann genügend Möglichkeiten, das zu drehen. Haben es dann sogar geschafft, haben das 2-2 gemacht und dann hatten wir eine geile Moral in der zweiten Halbzeit. Wir sind gut zurückgekommen, aber letztendlich ja, ist doof gelaufen. Wir kassieren dann ein unnötiges Tor, finde ich, weil man vorher definitiv das taktische Foul ziehen kann bzw. sogar muss. Und dementsprechend ist es umso ärgerlicher, dass wir hier heute 3-2 verlieren. Welche Stellschrauben habt ihr in der Halbzeit gedreht? Hauptsächlich die Einstellung. Wir haben gesagt, dass es scheißegal ist. Wir haben letzte Woche gegen Pauli 2-0 zurückgelegen und das Spiel gedreht. Genau daran wollten wir heute anknüpfen. Wir haben gesagt, es ist egal. Wir liegen 2-0 hinten, aber wir können das Ding drehen. Und mit der Einstellung sind wir dann auch in die zweite Halbzeit gegangen und haben es ja auch zumindest zum 2-2 gepackt. Und dann muss ich sagen, müssen wir die Klasse haben, das 2-2 zu halten und hier einen Punkt mitzunehmen.